I'll never catch him while I'm this small. Curious butterflies. You mean bread and butterflies? Oh, yes, of course. Wir sind am Ziel der ersten Etappe. Ich werde jetzt eiskalt gewinnen. Pass auf. Hey, Erster. Kamera-Action! Wir sind heute am Ziel der zweiten Etappe. Am Start habe ich nicht gefilmt, das war mega das Chaos, es hat geregnet, wir mussten die GoPros verteilen, bla bla bla. Hinter mir ist so ein Pferderennkurs, aber der interessiert uns nicht. Das Ziel ist heute mitten auf der Autobahn, ganz cool. Und heute ist die Aufgabe dieselbe wie gestern natürlich. Wir haben heute Morgen die GoPros verteilt und festgemacht. Und in ein paar Stunden werden die Fahrer hier ankommen. Dann werden wir die GoPros wieder einsammeln und dann geht derselbe Schmarrn von vorne los. The same pushies, shush, shush, like every day. Yes! Catering klingt nice. Erstmal geil absnacken, aber ich laufe jetzt erstmal mit euch, meine lieben Freunde, durch dieses Gewürstel an Trucks. Weil das ist wirklich ein also wir haben gerade bestimmt eine Viertelstunde gebraucht, um unseren, hier sehen wir ihn, Edit Truck zu finden, weil man hier über 30 Kilometer Kabel steigt und jeder parkt irgendwo und das ist einfach nicht mehr normal. Jetzt bin ich irgendwo in der Sperre gelandet. Wahrscheinlich darf ich hier gar nicht sein. Dann gehe ich mal schnell und geschwind hier raus. I don't know. Hier ist das Ziel. Es ist diesmal auf einer Autobahn, beziehungsweise ich habe vorhin Autobahn gesagt, das ist wahrscheinlich eher eine Schnellstraße. Keine Ahnung, einfach so eine Straße durch die Stadt. Hier sind ein paar Leute, die Sachen in die Gegend schmeißen. Für gefälligst auch was. Ich bin Mitarbeiter. Für bevorzugt werden. Krieg bitte VIP-Gummibärchen. Ich möchte bitte bevorzugt werden. Thanks! Erstmal VIP-like Draghi-Bus abgesahnt. Ich hoffe, man versteht überhaupt noch was, weil hier ist ungefähr der abartigste Lärm. Und ja, das hier ist dann quasi die Ziellinie. Hier kommen in ein paar Stunden oder ich weiß nicht, wann genau die Leute hier reinkommen. Hier werden wir dann später stehen, um die Kameras einzusammeln. Die kommen aus dieser Richtung. Das heißt, wir werden uns da oben positionieren, weil die erstmal eine Weile lang ausradeln müssen. Und das dauert. Und bis die oben sind,
Und bis die stehen bleiben und so, die meisten haben eh keinen Bock stehen zu bleiben. Genau, und weil das eine Zeit lang dauert, werden wir uns irgendwo ganz da oben positionieren und dann "Excuse me, can I grab your camera, please?" rufen und ja. Da ist schon mal keine. Oh, der ist erschöpft. Der ist im Arsch. Shit. Oh, der hat eine. Sorry. Got it. Thanks. Die läuft noch. Was für eine Scheiße! Alter, ich bin gerade zum Auto gerannt. Jetzt war ich erst beim Einsammeln von den Kameras schon barfuß im Hagel gestanden und bin halb erfroren. Jetzt war ich gerade trocken. Und jetzt hat's, wo ich auf dem Weg zum Parkplatz war, wieder so zum Schütten angefangen. Ich hasse es. Fünfte Etappe mitten in den Bergen. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Das ist ein bisschen traurig. Ich komme jeden Tag mehrere hunderte Kilometer voran und bereise Frankreich, wie ich es wahrscheinlich nie wieder bereisen werde, und merke mir nicht mal, wo ich bin. Einfach mal purer Käse. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nur, dass es 12. Etappe ist. Da sieht man mal, ein paar Wochen vergehen, 12. Etappe, und schon stapfe ich wie so ein verlorener Waldgeist durch die Berge Frankreichs. Ich weiß echt nicht, wo ich bin. Wobei, da, ich glaube, da kommen meine Kollegen gerade. Ja, da fährt gerade tatsächlich der GoPro-Bus meiner Kollegen. Ich zeig mal hier, also nicht der große grüne Bus, aber der kleine schwarze Van dahinter. Und das ist gerade hier so das Panorama. Ich komme von irgendwo da oben komme ich her. Wir schreiben irgendein Datum und wir sind irgendwo, keine Ahnung, ich weiß bloß eins, und zwar, dass heute Etappe 15 ist. Es ist halb, es ist halb eins. Nein, es ist eins. Naja, wie auch immer. Plötzlich ist diese Katze hier aufgetaucht. Die schaut zwar recht grimmig, aber sie ist ziemlich süß, weil sie mir einfach um die Beine streichelt. Hey, Kleiner. Hier auf einem fucking großen Staudamm. Wir haben eine mega geile Aussicht. Und das ist der Staudamm, auf dem wir heute sind. Hier sehen wir in Reihe und Glied aufgereiht die ganzen Teambusse. Und da ist eine kleine Eisenbahn. Verläuft hier den Berg entlang. Das ist wundersüß. Da ist vorne ein Zug gefahren. Das sah aus wie eine Modelleisenbahn.
Und auf dieser Seite haben wir auch eine wunderbare Aussicht und einen wunderbar türkisenblauen Stausee und einen sexy Jogger. Alles geboten. So. Gerade in Paris gelandet. Zum zweiten Mal. Denn die Tour endet heute. So, ich bin jetzt in Paris. Ich war noch nie in Paris. Jetzt gehe ich mal, ich komme gerade aus der Tiefgarage raus und ich weiß noch nicht, was genau mich erwartet. Ein Bier, 13 Euro. Das sind mal Preise hier. Kein Mensch mehr, der sich auf die Wiesen, der auf die Wiesen geht, braucht sich mehr über die Mast beschweren. Weil hier kostet ein 0,5er Bier, eine halbe. Das kostet 26. Ja, eine Mast kostet 26 Euro. Zwei Bier, 26 Euro. Das ist auch noch Karlsberg, das ist auch noch scheiße. Und dann auch noch Karlsberg, ja. Aber wahrscheinlich zahlt man für den Ausblick mit. Und für die GoPro Cap. Very French, Dutch color. Wow. Was gibt's noch zu sagen am Ende? Wie groß oder klein du mit Hut bist, hängt davon ab, wie groß dein Hut ist. Wie klein oder groß du mit Hut bist, hängt davon ab, wie groß dein Hut ist. Reduzier mich auf die Scheiße, die ich laber. Bist du dicht dran an der Wahrheit? Es bleiben Wenn und Aber. Wie klein oder groß du mit Hut bist, hängt davon ab, wie groß dein Hut ist. Reduzier mich auf die Scheiße, die ich laber. Bist du dicht dran an der Wahrheit? Es bleiben Wenn und Aber. Wie klein oder groß du mit Hut bist, hängt davon ab, wie groß dein Hut ist. Und gut ist.